Was ist ein internes Audit und was musst du alles dabei beachten? Viel Spaß bei dem Video. Ein internes Audit, also das Wort Audit generell kommt von dem lateinischen audire, dem Hören. Ja, an der Stelle ein Gruß an alle Lateiner auch da draußen. Also das bedeutet, ein Audit ist eine Veranstaltung, bei der man zuhört. Ja, wir unterscheiden bei Audits in zwei Kategorien, in die sogenannten internen Audits und die externen Audits. Die externen Audits sind diese Zertifizierungsaudits, in dessen Rahmen eine benannte Stelle, eine Zertifizierungsstelle beauftragt wird und dein System quasi abnimmt und als Ergebnis, wenn alles positiv ist, dir ein Zertifikat ausstellt. Genau. Die Normen, egal ob jetzt im Bereich ISO 9001, 14001, 50001, 45001 etc., alle fordern aber ein internes Audit. Ja. Näheres kannst du im Kapitel 9.2 der einzelnen Normen nachlesen. Genau. Ich gebe dir aber trotzdem einen kurzen Abriss darüber, was für Themen oder wie ein internes Audit eigentlich organisiert wird und was du eigentlich dabei beachten solltest. Genau, ein internes Audit muss in regelmäßigen Abständen geplant werden und auch entsprechend durchgeführt werden. Ja. Es steht nirgendwo wirklich konkret geschrieben, in welchen Abständen so ein internes Audit stattfinden soll. Es sollte allerdings nachvollziehbar sein, dass diese Auditzyklen, die geplanten Auditzyklen entsprechend aufrechterhalten werden. Aufrechterhalten bedeutet, dass man nicht einen kleinen Schnellschuss quasi hinlegt, ja, und dann erstmal Sense ist, ja, und dann irgendwann mal wieder ein Audit macht, sondern dass es schon eine gewisse Auditplanung haben sollte. Ja. In dem Zusammenhang kannst du ein sogenanntes Auditprogramm auch erstellen, zum Beispiel in einem dreijährigen Rhythmus, ja, wenn du entsprechend einen Plan aufstellst, wie du die nächsten 3 Jahre eigentlich auditieren möchtest und welche Bereiche du auditieren möchtest. Genau, ein Auditprogramm. Jetzt geht es darum, was eigentlich in diesen Audits entsprechend auditiert werden soll. Eigentlich, ja. Selbstverständlich ist es so, dass du selber Anforderungen an deine Organisation hast, an dein Managementsystem hast und diese gilt es auch zu auditieren. Unabhängig davon, ob sie im Rahmen der Norm auch abgewickelt werden oder vorhanden sind, diese Anforderungen oder nicht. Ja. Aber diese zwei Kernpunkte gibt es. Auf der einen Seite also deine eigenen Anforderungen an dein Managementsystem, an dein Unternehmen, alles, was du gerne irgendwie geregelt haben möchtest, ja, und alle Anforderungen der ISO-Norm, ne, also im Bereich ISO 9001, alle Anforderungen der ISO 9000 etc. Ne. Genau, so, das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, welche Anforderungen du eigentlich in welchen Audits abwickeln möchtest. Ja. Du hast natürlich die Möglichkeit, ein großes Audit zu machen, abhängig von deiner Unternehmensgröße, letztendlich, die davon abhängt, ja, wie viele Mitarbeiter du hast, wie komplex deine Prozesse sind, wie vielfältig deine Prozesse sind, die Anzahl der Prozesse, die du hast, etc. Kleinere Unternehmen tendieren eher dazu, dass sie sagen, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, dass man einzelne Bereiche jedes Jahr über diese 3 Jahre verteilt, sondern wir machen eigentlich einmal im Jahr ein großes Audit, wo wir uns alles angucken. Ja. So, und dabei ist natürlich, also man kann, ist eine zulässige Variante, viele machen es so, abhängig von der Größe des Unternehmens, ja, alle kleineren Unternehmen eher angesprochen hier in dem Zusammenhang. Größere Unternehmen könnten natürlich entsprechend ihrer Prozesslandschaften die einzelnen Prozesse den Anforderungen der Norm, sprich den Kapiteln zuweisen, beispielsweise im Rahmen einer Prozessreferenzmatrix, beispielsweise, wo die einfach nur eine Zuweisung der einzelnen Kapitel zu den Prozessen darstellt und und dann die Prozesse dann über diese 3 Jahre verteilen. Wichtig in dem Zusammenhang ist, ja, ganz wichtig, dass wirklich alle Anforderungen, ja, in diesem Auditzyklus, sagen wir mal in diesem 3-Jahres-Auditzyklus, abauditiert werden. Ja. Das ist wichtig sicherzustellen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Eins habe ich gerade eben genannt, das Thema Prozessreferenzmatrix. Es gibt aber auch andere Arten und Möglichkeiten, wie man sowas sicherstellen kann, indem man beispielsweise alle Elemente jedes Mal auditiert, ne, abhängig von der Unternehmensgröße, oder einfach Programme nutzt, die einen darauf hinweisen und. Also da muss man einfach ein bisschen gucken, ein bisschen schauen, welche Möglichkeiten für einen selbst eigentlich die beste Möglichkeit darstellen. Genau, so, da haben wir jetzt im Prinzip diese Auditplanung. Das ist ein wesentlicher Schritt, ja, des internen Audits. Und jetzt nehmen wir mal an, das erste Jahr
wird jetzt auditiert, ne? Es wird ein Auditplan erstellt, ne? Welche Bereiche man sich anschauen möchte. Hier ist es wichtig auszuweisen auch, welche Auditkriterien, die sogenannten, gelten. Ja, das alles findest du in Kapitel 9.2 und folgende in den ISO-Normen auch beschrieben. Ja, aber es ist nichts anderes als folgende Situation. Beispielsweise, wenn du im Bereich der Produktion unterwegs bist, ja, dass beispielsweise das Kapitel 8.1 in der Produktion auditiert wird. Ne? Also in deinem Auditplan, in deinem konkreten Auditplan am Tag X deines Audits, ja, planst du beispielsweise die Produktion als oder die Fertigung als Audit-Gegenstand, ja, und kannst dann dieses Auditkriterium 8.1 beispielsweise zuweisen. Ja. Genauso wie andere weitere Bereiche, ja, Kontext der Organisation 4.1 oder andere Dinge, wo du sagst, okay, in der Fertigung leben wir eigentlich genau diese Anforderungen, die in den ISO-Normen dargestellt sind. Ja. Und es ist wichtig, diese Auditkriterien dann entsprechend zuzuweisen und im Auditplan auch auszuweisen. Dann, ja. Genau. So, wer darf auditieren? Das ist auch nochmal so ein teilweise kritischer Punkt. Ja. Nicht jeder sollte auditieren. Also wenn man da den Menschenverstand einschaltet, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass Auditoren unterwegs sind, die eine entsprechende Qualifikation auch besitzen. Ja, die wissen, was ein Managementsystem ist, was ein Audit bedeutet, wie ein Audit durchgeführt wird etc. und entsprechende Qualifikationen nachweisen können. Das ist der Optimalfall. Die Norm fordert auch entsprechend qualifizierte Auditeure. Ja? Sagt aber nicht, inwieweit diese jetzt qualifiziert werden sollen. Ja, also es heißt jetzt nicht, dass du jetzt losrennst und sagst, oh Gott, jetzt muss ich mir irgendwie teure Schulungen holen oder sonst was, ne? Oder irgendeinen Externen holen, der diese Qualifikation besitzt. Ne? Das heißt es nicht. Aber es sollte schon sinnvoll sein, dass man nicht irgendjemanden rumschickt, um ein internes Audit durchzuführen. Genau. Macht natürlich auch Sinn. Das Ergebnis von diesen ganzen internen Audits soll ja auch nachhaltig gewinnbringend sein für das Unternehmen an sich. Ja, man macht das ganze Zeug hier nicht einfach nur, um die Anforderungen der Normen zu erfüllen, sondern man soll ja auch im Optimalfall, ja, und so rate ich es eigentlich jedem, ja, wenn man da keinen Mehrwert daraus ziehen kann, dann lass es gleich bleiben. Ja. Oder wenn du es machst, dann mach es richtig, ja, und mach es dann so, dass es etwas für dich bringt. Punkt. Ja. Da gibt es halt zwei unterschiedliche Faktoren, die du entsprechend berücksichtigen solltest. Ja. Und das ist einmal die Anforderungen der Norm. Ja. Die sollen natürlich passen. Ja. Also es soll nicht so weit gehen, dass du sagst, okay, eigentlich nützt mir dieses interne Audit etwas, aber nur, wenn ich den Bereich X mache der Norm oder so. Ne? Das geht halt nicht. Ja? Sondern in der Norm selber sind ja sehr allgemein beschriebene Anforderungen, die mit Sicherheit jedem Unternehmen etwas bringen können in Bezug auf Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz oder Energie. Ja? Genau, also als Ergebnis von der ganzen Geschichte, ja, also stellen wir uns vor, du hast das Auditprogramm, ja? Das ist ein Dreijahresplan. Dann hast du in diesem Auditprogramm entsprechend ausgewiesen, welche Bereiche der Norm du beispielsweise im Jahr 1, 2, 3 auditieren möchtest. Und in Summe sollte alles vorhanden sein, was in den Normen an Anforderungen und Kapiteln vorhanden ist. Ja, das Ganze kannst du darstellen in einer Prozessreferenzmatrix. Dann hast du einen konkreten Auditplan für eines dieser Jahre beispielsweise, für einen Bereich oder ein Audit. In diesem Auditplan hast du unterschiedliche Auditkriterien auch zugewiesen in die einzelnen Bereiche rein, in deiner Prozesslandschaft, und hast auditiert, und zwar mit Leuten, die entsprechend qualifiziert sind und da sinnvoll eingesetzt werden können, ja, und in der Gesamtheit einfach sinnvoll sind in internen Audits. So, jetzt hast du als Ergebnis von diesem ganzen Audit hast du zum Beispiel Auditbericht, ein Audit-Maßnahmenplan. Das sind so diese zwei klassischen Bereiche. Du kannst natürlich viel Prosa schreiben in der ganzen Ecke. Viele Unternehmen, und das finde ich eigentlich auch gar nicht verkehrt, belassen es bei einem groben Auditbericht, ja, der so ein bisschen beschreibt die Situation an sich, eine Zusammenfassung darstellt des Audits und zusätzlich, und das ist das Working Document, ja, ein Maßnahmenplan. Ja. Was für Findings hast du gefunden? Was für Themen habt ihr besprochen? Was für Anforderungen sind nicht erfüllt, ja,
Was gibt es Hauptabweichungen, sogenannte? Gibt es Nebenabweichungen? Gibt es irgendwelche Verbesserungspositionen, Verbesserungspotenziale? Oder gibt es Dinge, die so positiv sind, dass man sie auch mit in den Text reinnimmt, ne, in den Maßnahmenkatalog? Ne? Das sind so die Ergebnisse des Audits letztendlich. Ne? Und da gilt es dann letztendlich, eine Ursachenanalyse durchzuführen, wenn da irgendwelche gröberen Abweichungen sind, ja? Und eine sinnvolle, nachhaltig gestaltete Root Cause Analyse, Ursachenanalyse und genau mit Due Dates und Persons in Charge, also mit verantwortlichen Personen, die das entsprechend umsetzen sollen, diese Maßnahmenpunkte, die man da festgelegt hat. Genau, all das ist ein internes Audit, ja, und muss jedes Jahr auditiert werden. Das kann ich dir mit gutem Gewissen sagen. Das heißt, du solltest auf jeden Fall danach schauen, wenn du Audits managst, ja, dass entsprechende interne Audits auch durchgeführt worden sind in deinem Unternehmen. Hinterlass mir einfach ein paar Kommentare, wenn du irgendwelche Anregungen hast, irgendwelche Kommentare zu dem Thema hast. Ja, ich würde mich interessieren, wie das in deinem Unternehmen so abgewickelt wird. Gib mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.